Ja, neue Runde, neues Glück. Heute auch mal hier mit Facecam. Ich dachte mir gerade noch so, kann man mal eine Runde aufnehmen. Denn es ist gerade ein neuer Patch raus, der. Moment, ich will mal kurz ein bisschen schräg aufsetzen. So. Der die Performance verbessern soll. Und ich hatte in letzter Zeit ziemliche Probleme, was die Server angeht. Ich weiß nicht, ob es an meiner Connection lag oder allgemein an den Servern. Keine Ahnung. Jedenfalls, es rutscht alles hier. Einfach mal schauen, wie die Runde läuft. Just for fun einfach. Ja, mal gucken, ob jetzt das wirklich mit der Performance halt besser ist. Wir kommen von hier rüber. Obwohl, das wird eher hier. Oh, hier. Kann ich weder hierher noch hierher. Da werden ziemlich viele unterwegs sein. Das ist schlecht. Obwohl, warte mal. Ich werde versuchen, hierher zu kommen. Gleich direkt los. Und da springen welche ab. Da springen. Der will auch dorthin. Oder? Nee, der will bestimmt rechts dorthin. Ja, okay, der will nicht direkt dorthin, wo ich hin will. Das ist gut. Das ist sehr gut. Da freue ich mich. Ich habe jetzt ein paar Tage nicht gespielt. Kann auch sein, dass es so eine recht schnelle Runde wird. Ich bin nur echt gespannt, ob die Performance, ob das da ist, der. Das sind zwei. Die Performance jetzt wirklich ein bisschen besser ist. Ich fände es echt gut. In letzter Zeit ist es. Ich hatte sogar E2-Runden, die waren wirklich unspielbar einfach. Mich hat es zurückgesetzt, es hat geruckelt teilweise. Es war teilweise echt heftig. Aiming konntest du komplett knicken. Also, ich habe in die Richtung geschossen, habe dann aber erst ein paar Minuten später auch getroffen. Also, der Ping war auch katastrophal. Ich hoffe, dass er halt wirklich auch die Server ein bisschen. Ja, geht schon wieder los. Gibt's hier irgendwas? Ich guck kurz noch in die Zimmer. Nein! Was will ich denn mit Benzin? Ja, komm, raus, den Lachs. Die, das nochmal mit. Gut. Okay. Ist eine Shotgun. Besser als nichts. So, wenn du komplett unbewaffnet bist, ist das das Schlimmste eigentlich. Zack. Gut, das haben wir. Ich werde hier vielleicht an das Video nochmal was ranbasteln. Denn ich hatte letztens eine gute Runde. Ich hätte es beinahe geschafft. Beinahe, es war wirklich knapp. Und die kann ich euch ja auch mal zeigen. Nein. Bringt mir alles jetzt nichts. Dort hinten sind zwei gelandet. Ich hoffe, die kommen nicht hierher. Aber ich denke, die werden sich schon bekriegt haben. Ist immer gut, wenn man jemanden zuerst zieht. Hallo? Ich will die Pistole haben. Danke. Komm, irgendwas. Irgendwas Gutes. Irgendwas für die Ferne am besten mit vierfach Scope oder irgendwas. Nur irgendwas. Bitte. Ja, wir machen natürlich alles wieder schön zu. Was? Mit Achtfachsucher? Wow. Wow. Aber nehmen wir mal, das ist das, ne? Dann nehme ich die. Mit Vollauto. Da habe ich einen Lack heute. Mal gucken, ob ich das auch eine Weile vorhält. Oder ob das mein Lack ganz schnell weg ist. Immer noch ohne Helm. Es gibt hier hinten. Ich weiß noch nicht, was ich jetzt mache, ob ich will Camper. Aber hier, ne?
es so einen schönen Busch. In dem, da saß ich auch schon, also da habe ich wirklich, die sind hier 1 Meter an mir vorbeigerannt, die haben mich nicht gesehen. Also der Busch ist echt gut. Der ist wirklich gut. Von hier aus kann man auch sehr schön. Und da haben wir schon einen. Er ist nur noch gejumpt. Schade. Jetzt noch ein Schalldämpfer. Okay, das wäre zu viel verlangt. Das wäre wirklich zu viel verlangt. Ich muss mich mal hinsetzen. Wo ist denn eigentlich die Zone? Geht hier hinten in die Ecke. Okay. Also so ein bisschen in die Richtung hier dann mich bewegen. Also hinter. Da kann man sehen, die kommen alle hier durch, ne? Doch viele könnten hier durchkommen. Also die beste Taktik für mich bis jetzt war, entweder so ein bisschen campen, dann mit der Zone sachte mitgehen. Das habe ich schon, da habe ich eine gute Position schon gemacht mit. So Platz 5 und so, also meistens Top 10. Also ich hatte jemand entdeckt, dann war es ganz schnell vorbei. Aber so die beste Taktik, die ich bis jetzt hatte, war in die Zone, also am besten ins Zentrum und am besten ins Gras legen oder am besten in ein Weizenfeld, je nachdem halt, ob es da ist. Also da habe ich mich jetzt das letzte Mal, als ich Platz 2 geworden bin, das ist das Stück, was ich gerne an die Folge hinten ran noch mitsetzen möchte. Das war schon ein Fehler, dass ich geschossen habe. Ich hätte nicht schießen sollen, ne? Das ist das Problem, ich weiß immer nicht. Oder ich mache den Fehler, ich schieße zu unbedacht. Ich schieße einfach wirklich zu unbedacht. Er ist zu dem Haus gerannt. Ich schieße wirklich zu unbedacht. Er hätte wirklich nicht schießen dürfen. Aber sowas passiert mir wirklich immer wieder. Dass ich zu ungeduldig bin und zu nervös. Aber mit der K, mit der Scar hier, oder K, nee, Scar ist es nicht. Mit der K hier, da habe ich noch nichts, also noch nichts gekillt. Erstens, ich hatte die noch nicht oft. Zweitens, wenn ich sie hatte, war ich zu nervös. Armbrust getötet. Okay. Krass. Jetzt konzentriere ich mich natürlich nur auf das eine, weil ich den gesehen habe. Er weiß vielleicht nicht, woher der Schuss kam, aus welcher Richtung. Das könnte natürlich mein Glück sein, wenn er das nicht weiß. Das hilft mir jetzt sehr. Ich müsste einen Busch weiter vor. Die Frage ist, kann ich mir das leisten, einen Busch weiter vorzugehen? Andre jetzt bestimmt mit der K hier und der achtfach so, der hätte sofort einen Schuss. Ich kann das nicht. Nicht so gut. Da brauche ich echt Glück, wenn der sowas. Da ist ein Haus, ne? Ich kann das Haus reingucken, weil er sitzt bestimmt in dem Haus jetzt drin. Oder er ist dort hinten, links hinten weg. Das kann natürlich auch sein. Ich überlege gerade, ob ich ein bisschen weiter nach unten gehe. Ich meine, wir haben eine ganz gute Position. Wir sind recht weit in der Zone drin. Warte mal, wie weit wollen wir in der Zone? Na gut. Wisst ihr was? Wir gehen mal zu dem Gebüsch da unten, ne? Wollen wir mal versuchen. Kann natürlich auch sofort vorbei sein, das Ganze. Und die Runde damit sehr kurz werden. Ich werde bis eine Runde spielen können, wenn ich auf die Zeit gucke. Komm, wir gehen mal. Wir versuchen es mal. Just for fun. Ich kann das Haus von hier aus nicht einsehen.
Jetzt habe ich immer, das ist eigentlich jetzt immer der Moment, wo irgendwoher Schüsse kommen, die ich. Wo ich keine Ahnung mag, woher und mich erwischen. Dann fährt ein Boot. Ist ein Boot gefahren. Mutig. Wirklich mutig, Freunde. Hinten ist ein Auto. Mir gefällt das nicht, weil es hier voll in der Sonne liegt. Ich würde echt gerne woanders hingehen. Ich will mal gucken, ob ich in das Haus rein aimen kann. Der ist definitiv da rein, aber ist nicht mehr da drin. Ist bereits abgehauen. Ja, der ist weg. Ich versuche jetzt die Taktik umzufahren. Ich gehe jetzt zeitig in die Zone rein, soweit wie es geht. Der Busch ist viel zu klein. Hochgefahren. Ich werde versuchen, hier an dem Hang zu bleiben. Hier im Schatten der Bäume. Im Schatten der Bäume habe ich gesagt. Hier unten hat mich letztens auch einer erwischt. Wobei ich nicht weiß, wo der war. Dort vorne das Häuschen gerade hin, oder? Ich saß da drin, gewartet, Zone kam, ich ging raus und wurde sofort gewarnt. Ich nehme an, er saß neben mir irgendwo in so einem blöden Gebüsch. Da habe ich sofort erwischt gehabt. Da habe ich überhaupt keine Chance gehabt. So was ist doof, was voll gemein. Was ich mir auch mittlerweile. Da war einer. Da war einer, da war einer, da war einer. Ist ins Haus rein. Er campt wahrscheinlich da drinnen. Wir warten mal kurz hier ein bisschen, ne? Die Frage ist halt, wo kommt er wieder raus? Wir sind eine Weile, während wir warten, ein leichtes Ziel. Immer schön nervös bleiben, ja. Das ADHS darf hier ruhig mitspielen. Denn. Aber gerade oben drinnen, oder? Oberstes Fenster, rechts. Von da hinten. Nicht auf uns. Wir könnten mitspielen, eventuell, wenn wir da oben sind. Bei der Party da drüben. Das Problem ist, ich will jetzt nicht wegrennen. Wenn ich jetzt hier wegrennen kann, man sehen, der fällt uns voll in den Rücken, ne? Klar, ich würde echt gerne sehen, wer da drüben ist. Der wird wahrscheinlich noch ein bisschen im Haus bleiben. Dort campen und warten, dass hier drüben jemand langläuft. Das ist eine gute Taktik. Ja. Ne, das war es gerade, da umlief gerade jemand. Ich weiß nicht, ob der uns da bei der Mauer, also der da reingegangen ist, gesehen hat, weil er kam vor der Mauer und ging aber gleich wieder auf die gedrückt und dann kam er erst schnell und ist reingerannt. Ich nehme an, er hat uns gesehen und weiß, dass wir mit dem Stein warten auf ihn.
Ich hätte gern erst wirklich mal gerne einen Kill mit der Kara hier, das wäre echt cool. Hatte ich noch nie. Und wie soll es anders sein, wenn man aufnimmt mit Facecam, die Nase krabbelt. Das ist echt schlimm. Problem ist aber, wenn ich jetzt hier angehittet werde und müsste auf die andere Seite des Steins, hätte der da natürlich bestes Spiel, ne? Ich versuch mal wegzukommen. Ein bisschen. Aber behalt den quasi im Hinterkopf. Vielleicht hat er gesehen, dass wir weg sind. Und kommt raus. Wäre cool. Macht er aber nicht. Der kann sich jetzt nicht mehr sehen. Oben ein bisschen gucken. Hier oben ist auch noch ein Gebäude. Da oben ist eine Hütte. Ich würde jetzt gerne in irgendeine Hütte rein und warten. Wir versuchen es nochmal so. Vielleicht klappt's. Ganze Bäume sind natürlich doof, ne? Aber da hinten kann ich gut ziehen. Und in das Haus könnte ich auch reingehen. Aber bei Häusern habe ich schlechte Erfahrungen gemacht wegen Granaten. Also das ist nicht so gut. Ich will bei den Tigerschuhen her, dass der uns nachher gerannt kommt, weil er uns gesehen hat. Was geschossen. Weit weg. Das Problem ist, wenn wir jetzt hier weg müssten. Na gut, wir hätten den Boom hier. Okay. Den hätten wir zur Not. Wenn es wieder um einer kommt. Ach, das wäre echt heftig. Achso. Flugzeug. Was ist da hinten? Ganz da hinten am Horizont? Ist das irgendwas auf der anderen Seite, auf der Insel da drüben? Oder Militärbasis? Militärbasis war ich noch nicht wirklich ein einziges Mal. Da musste ich dort rein, da bin ich neunte geworden oder sowas. Das ging. Aber ich bin nie abgesprungen. Ich glaube, das lasse ich auch. Dann wird die Runde sehr... Oh! Perfekt, genau eine Grenze. Ich würde aber sagen, jetzt die Frage, warten wir auf Nachzügler oder gehen wir vor? Ich guck mal ganz kurz, wo die ist. Im Wald. Mitten im Wald. Und alle, die hinter uns jetzt herkommen, wir warten. Könnte oben reingehen, aber das ist mir zu heikel. Da hinten kommt der Airdrop. Okay. Wir sind in der Zone, das ist okay. Wenn wir dann auch mit der Zone mitgehen würden. Wir machen es so. Wenn die Zeit abgelaufen ist, bewegen wir uns auch schon. Also wir warten nicht erst, bis die Zone hier ist, wir bewegen uns dann schon weiter. Allerdings, bis die Zone sich überhaupt in Bewegung setzt, sieh mal einer an. Wohin geht der? Jetzt die Frage, mache ich jetzt wieder so einen Fehler und renne hinterher? Versuche mein Glück? Oder lasse ich's? Ich würde versuchen hinterher zu rennen, aber... Hey. So, jetzt habe ich mich verraten.
Das hat mich nicht verraten, ne? Ah, so viel zu weit drüben. Treffer und Kill. Woo! Die Kar ist gut, die Kar ist gut. Die gefällt mir wirklich. Jetzt habe ich meine Position vollends verraten. Ich könnte gucken, was er jetzt hat, ne? Soll ich gucken gehen, was er hat? Das könnte mein Fehler sein. Habe ich ihm direkt einen Headshot gegeben oder was? Wisst ihr was? Komm, wir gucken, was er hat. Ich will wissen, was er hat. Ich will wissen, was er hat. Ich will wissen, was er hat. Das fährt ein Auto. Auf dem wurde gerade geschossen, das Auto. Also wahrscheinlich dort in dem Gebäude dort. Wo war denn der? Der war hier oben irgendwo, ne? Der war hier. Also wenn sie im Haus unten noch einer rauskommt, ne? Das wäre gemein. Schade. Der hat eine Weste, ich habe gar keine Weste. Im Haus da unten. Wir könnten hier oben reingehen, ne? Bis die Zone. Die Zone hat sich schon in Bewegung gesetzt. Und Energy. Wir warten doch, bis die Zone ankommt, dann bewegen wir uns direkt hier über den Hügel. Der mit dem Mantel, der Dorf und wurde kam, es geht über, über das große Feld. Wenn der aber sich entscheidet, hier oben durch den Wald zu gehen, ne? Da war da gerade jemand? In der Hütte da drüben. Die Hütte ist aber nicht mehr drinnen. So, und ist zu unserem Vorteil. Im letzten Moment bewegen oder von höher losbewegen. Wir können jetzt schon mal losbewegen und ein bisschen spotten. Ich würde gerne hier rechts ein bisschen gucken. Und dort links können wir natürlich. Da war einer, habe ich noch gesehen. Habt ihr gesehen? Na, wo ist er jetzt hingerannt, ne? Ah, nein! Nein! Der war genau vor mir. Ich hab's nicht realisiert. Oh nein, ich hab's nicht realisiert. Der war genau vor mir. Aha, auf den wird auch geschossen. Von da hinten. Verdammt. Ach, verflixt. Na gut, es war eine coole Runde. Ich habe einen mit der Kar mit dem Headshot gekillt. Das ist persönlich das Highlight auch. Oh, der kam mit dem Achtfachsucher. Oh, das war so gut. Der stand genau vor mir. Ich hätte wechseln sollen auf die. Ja, das weiß man im Nachhinein dann immer so, ach nee, ich hätte, ja. Naja gut, soviel zu der kleinen Folge. Ich werde noch das eine Stück, das letzte Stück der Runde, die gut war, wo ich wieder Zweite geworden bin, so knapp am Sieg vorbei. Ja, hätte mein zweiter Solo-Sieg sein können. Jedenfalls, das schneide ich jetzt noch mit rein. Und ja, dann sehen wir uns bei der nächsten Folge. Mal gucken, wann die kommt. Ich würde auch gerne mal auf so einem Custom-Server mitspielen. Vielleicht mit PayZ oder sowas. Mal gucken. Wenn ich da Zeit habe, der macht halt sowas auch in Zukunft. Und vielleicht bin ich da öfters dabei. Und da kommt vielleicht dann auch mal eine Folge drüber. Also, bis dahin. Tschüss. Tschüss.